Wer Augen zum Sehen hat, der schaue. Am 30. Januar 2012 trafen sich viele fleißige Helfer im Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg am Harz und haben eine Teilausstellung des Stadtprojektes von Herrn Drewing-Bachmann vorbereitet. In den letzten 4 Monaten haben Schülerinnen und Schüler des Herzberger Gymnasiums Kurs- und Jahrgangsstufenübergreifend Acrylbilder von Häusern der Herzberger Innenstadt gemalt. Diese werden nun erstmals in einer Auswahl der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In der Pausenhalle und in dem rechten Zugang zur Aula wurden Stellwände und Ausstellungstische platziert, auf denen die Werke der Schüler ausgestellt werden. Leinwände verdecken vorübergehend die Pinnwände in der Halle, damit Platz für die Bilder der Schüler ist. Alles musste arrangiert und derart befestigt werden, dass die Werke sicher und dauerhaft präsentiert werden können. Ein großes Dankeschön an die vielen engagierten Helfer, die durch Tat und Rat zu diesem Event beigetragen, und ebenfalls ein großes Dankeschön an die vielen fleißigen und motivierten Schüler, welche durch ihr Schaffen diese Präsentation für die Region erst ermöglicht haben. Die Vernissage findet am 2. Februar 2012 ab 14 Uhr in den Räumlichkeiten des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg statt. Da zu diesem Event nur ein Teil der Bilder gezeigt werden kann, eine größere, umfassendere Ausstellung wird im Rittersaal des Herzberger Schlosses erfolgen, musste unter reger Diskussion eine Auswahl getroffen werden. Ein Bild, 10 Leute, 30 Meinungen, war hier das Motto. Denn es war ersichtlich schwer, unter diesen Umständen eine Auswahl zu treffen. Unter Berücksichtigung der Kapazitäten, der Jahrgangsstufe und dem Inhalt der Werke konnten letztlich Bilder gefunden werden, wobei klar ist, dass jedes Gemälde einen Platz in der Vernissage verdient hätte und nur der Platzmängel zu dieser schwierigen Auswahl geführt hat. Frei nach dem Motto, wie viele Herzberger benötigt man, um eine Staffelei aufzubauen, wurde nicht nur versucht, der Ausstellung über die Bilder hinaus, anhand der Art der Präsentation dem Besucher weitere Blickfänge zu bieten, sondern es konnten mit dieser Methode auch weitere Bilder in die Ausstellung genommen werden. Die Ausschöpfung dieser vielen Präsentationsmöglichkeiten zeigt sicherlich auch, wie schwer der Jury die eigentliche Auswahl gefallen ist. Daher ist dieser Teaser sicherlich auch ein Appetitanreger für die größere Ausstellung im Rittersaal des Herzberger Schlosses, in der dann alle Bilder im Zusammenhang mit der Struktur der Stadt und einem passenden Modell des Gebäudes gezeigt werden sollen. Sicherlich auch ein trefflicher Anlass, über Stadt und Region, Entwicklungen und Entwicklungsmöglichkeiten nachzudenken. Daher sollte niemand die Ausstellung am 2. Februar 2012 ab 14 Uhr in den Räumlichkeiten des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg am Harz, La Esperanto-Urbo, verpassen. Diese lässt sich sicherlich gut mit einem Spaziergang durch unsere schöne Stadt verbinden, wobei man sich beim Flanieren nochmals von der Authentizität der Bilder der Schüler überzeugen kann. Kind und Kegel treffen sich am 2. Februar 2012 ab 14 Uhr in den Räumen des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Herzberg am Harz, La Esperanto-Urbo.